Hallo. Bei aller Kritik am Internet, da muss ich einsteigen, bei aller Kritik am Internet dürfen wir auf keinen Fall vergessen, dass es noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor ein Medium gegeben hat, das Menschen auf der ganzen Welt, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder von ihrer Hautfarbe, mit einer der wichtigsten Ressourcen der Welt versorgt, und zwar kostenlos: Pornografie. Aber nicht nur das habe ich vom Internet bekommen, sondern auch das gute Gefühl, der Schmied meines eigenen Glückes zu sein. Ich habe früher als junger Mensch immer viel gehört: Das, was du schreibst, das interessiert doch keine Sau. Und dann habe ich eben später angefangen zu bloggen und konnte dann davon leben. Mittlerweile lebe ich von einer Online-Show, und man kann sagen, ich habe so alles, was ich bin und alles, was ich habe ich dem Internet zu verdanken. Dem Internet habe ich auch mein neues Buch zu verdanken. Das ist das hier. Das Internet muss weg. Das tut mir leid. Leider produziert das Internet in der aktuellen Form vor allen Dingen Angst. Und Angst frisst die Seele. Das sollten wir grundsätzlich nicht zulassen. Jetzt müssen wir uns auch nochmal auf der Welt umschauen. Und wir registrieren ja überall in der vernetzten Welt eine groteske Verunsicherung, obwohl es uns eigentlich gemessen am Wohlstand nie besser ging. Und überall auf der Welt erstarken politische Kräfte, die vor allen Dingen ihre gesamte Programmatik nur auf einem einzigen Gefühl aufbauen, nämlich auf Angst. Und damit kommen die auch noch durch. Und dann gucke ich abends Talkshows und ich sehe sehr, sehr kluge Leute, die sich auch alle nur fragen: Wie kann denn das sein? Woher kommt die ganze Negativität? Ich behaupte, die Ursache liegt im Prinzip des Datenhandels. Denn der Treibstoff für den Datenkapitalismus ist Angst. Oder bildlich gesprochen, Angst ist der perfekte Dünger für Daten. Ich will das mal ein bisschen ausführlicher erklären. Erstmal steigen wir mit den Basics an. Daten sind der wertvollste Rohstoff der Welt, weil wir über genügend Daten menschliches Verhalten nicht nur vorhersagen können, sondern steuern. Das ist so das Basisprinzip des Datenkapitalismus. Deswegen gilt ja auch: Wer die meisten Daten schöpft, der verdient das meiste Geld. Was wir in dieser Sache viel zu selten fragen, ist: Wo kommen denn Daten eigentlich her? Oder wie oder wo entstehen Daten denn eigentlich? Was ist die Quelle? Und das ist eine sehr interessante Frage, denn anders als beim Rohstoff Erdöl werden Daten oder wird der Rohstoff Daten nicht aus der Erde gebohrt, sondern aus unseren Köpfen. Gerade Facebook bombardiert seine Nutzer bzw. die Gehirne seiner Nutzer den ganzen Tag mit Interaktionsanreizen, denn Interaktion ist der Schlüssel zu Daten. Wenn ich jetzt also meinen Nutzer dazu bringen möchte, mit meinem Server zu interagieren, dann brauche ich zunächst ihre Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bekomme ich über Emotionen. Und Emotionen sind exakt der eine Schlüssel, der zentrale Schlüssel für das Verständnis, aber auch für das Funktionieren des Datenkapitalismus. Ich betone das deshalb, weil oft suggeriert wird, der Datenkapitalismus, das sei eher so eine Art, so ein Technikthema. Es hat was mit Technologie zu tun. Es hat ein bisschen mit Technologie zu tun. Aber der Datenkapitalismus ist zu 80% ein Psychologiethema. Nehmen wir mal Facebook. Facebook ist ja kein soziales Netzwerk. Facebook ist eine Menschenplantage. Die funktioniert so: Die Saat besteht aus 2 Milliarden Menschen, die Nutzer, und die werden jeden Tag gefüttert mit Emotionen. Diesen Emotionen folgen dann wieder Interaktionen, also handelbare Daten. Das heißt, wir können von Emotionen auch gerne als Datendünger sprechen. Jetzt hat die Psychologie schon sehr früh festgestellt, dass wir auf unterschiedliche Emotionen unterschiedlich intensiv reagieren. Wenn wir jetzt also bei diesem Bild des Datendüngers bleiben, dann kann man sagen, es gibt ertragreiche Emotionen und weniger ertragreiche Emotionen. Und ich glaube, hier verbirgt sich eins der fatalsten Missverständnisse unserer Zeit. Denn im Silicon Valley geht man davon aus, dass der Mensch so aussieht. Ja? Ein grundsätzlich optimistisches, gut versichertes Sozialwesen, das mit seinen Artgenossen vor allen Dingen über positive Emotionen wie Glück, Liebe oder Zufriedenheit in Interaktion tritt. Dieser Annahme nach muss man sagen, wer diesen Menschen besonders effektiv abroden möchte, der sollte ihn vor allen Dingen mit dem Dünger positiver Emotionen füttern. Und das ist leider völlig falsch. Der Fehler beginnt schon bei der Grundannahme, dass dieser Mensch auch nur irgendwo repräsentativ für die Menschheit ist. Dieser Mensch ist nicht repräsentativ. Wer den Menschen verstehen will, der muss sich dieses Exemplar anschauen.
Das ist Ötzi. Hat den noch jemand kennengelernt? Das ist Ötzi. Der wurde 1991 sehr gut konserviert im Ötztal gefunden. Und wenn seine Autopsie eine Erkenntnis zutage gefördert hat, dann die Tatsache, dass niemand von uns auch nur eine Nanosekunde mit diesem armen Schwein hätte tauschen wollen. Denn Ötzi war zeitlebens schon ein körperliches Wrack. Er war gezeichnet von Krankheiten, von Verletzungen. Am Ende ist er auch der Top-Todesursache der Kupfersteinzeit erlegen. Er wurde von Artgenossen ermordet. Und das war in den 300.000 Jahren, in denen es die Gattung Homo gibt, vollkommen normal. Life sucked. So war das. Nur, was wir heutzutage immer wieder vergessen, ist die Tatsache, dass wir sowas wie Gesetze oder Medikamente als Menschheit betrachtet, das kennen wir erst seit extrem kurzer Zeit. Zuvor, und ich rede hier von 99% der Menschheitsgeschichte, haben wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als ums nackte Überleben zu kämpfen. Der Mensch ist 299.000 Jahre lang direkt in die Hölle geboren worden. Und wenn wir Glück hatten, sind wir früh verhungert. Ansonsten wurden wir bedroht, und zwar permanent, von Tieren, von Krankheitserregern, von einer brutalen Umwelt und von noch viel brutaleren Mitmenschen. Und wenn man eine dieser Bedrohungen nicht ernst genommen hat oder sich verschätzt hat oder sich einfach nicht wahrgenommen hat, dann ist man gestorben, ziemlich schnell sogar. Was uns und unsere Vorfahren gerettet hat, das war die Ausbildung einer Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, Gefahren einzuschätzen und wahrzunehmen. Diese Fähigkeit nennen wir Angst. Kennen alle. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Angst, die war immer schon da. Es gibt eben so ein gewisses evolutionäres Prinzip, und das erklärt eigentlich die Kraft der Angst ganz besonders gut. Während unsere leichtsinnigen Vorfahren relativ wenig Gelegenheit hatten, ihre Gene weiterzugeben, weil sie zum Beispiel befunden haben, diese Kobra ist niedlich, ich sollte sie streicheln, haben unsere ängstlichen Vorfahren überlebt, ihre Gene weitergegeben und damit über einen sehr langen Zeitraum das Wesen und unsere Wahrnehmung geprägt. Die Luxusemotionen, wie Liebe, Glück oder Zufriedenheit, die schätzen wir zwar heute als elementar wichtig ein, aber evolutionär gesehen spielen sie fast gar keine Rolle. Unser ganzer Körper hat seine wichtigsten Funktionen exklusiv in den Dienst der Angst gestellt. Und das ist durchaus faszinierend. Noch bevor wir subjektiv wahrnehmen und verstehen, dass wir Angst empfinden, passieren schon ganz viele interessante Sachen im Körper gleichzeitig. Unsere Skelettmuskulatur wird besser durchblutet, unsere Bronchien werden besser durchblutet, wir bekommen ein verbreitertes Sichtfeld und noch vieles mehr. Angst verleiht buchstäblich Superkräfte. Keine andere Emotion kann das. Keine andere. Und weil unser Gehirn so ein perfekter Bedrohungssensor geworden ist, reden auch Psychologen wie Daniel Kahnemann von einer Negativitätsdominanz. Das ist ein Wort, das ganz schön runterzieht. Unter Negativitätsdominanz verstehen wir die Tendenz des Gehirns, schlechte Nachrichten schneller und intensiver wahrzunehmen als positive Nachrichten. Der Psychologe John Gottman schätzt sogar, dass das Negative das Positive um das Verhältnis 5:1 übertrifft. Wer ist denn hier verheiratet? Einmal Hand hoch. Bei Ihnen ist es 7:1. Das tut mir leid. Ihre Entscheidung. Ich erkläre das alles so erschöpfend, das mit der Angst, dass jeder versteht, dass die eine Emotion, die uns signifikant und messbar schneller und intensiver reagieren lässt, die Angst ist. Und nichts als die Angst. Man kann auch sagen, unsere Interaktionswahrscheinlichkeit ist dann am größten, wenn wir uns bedroht fühlen. Oder noch anders formuliert, wer unsere Interaktionswahrscheinlichkeit maximieren möchte, um zum Beispiel an unsere Daten zu kommen, der sollte uns in Situationen versetzen, in denen wir uns permanent bedroht fühlen.
Und damit kommen wir zu Algorithmen. Der Interaktionsalgorithmus von Facebook, der analysiert seine 2 Milliarden Nutzer in Echtzeit, und zwar nach deren Interaktionsmuster, aber nicht nur das. Er sucht auch vollautomatisch nach Wegen, unsere Interaktionswahrscheinlichkeit aktiv zu erhöhen. Dazu lernt der Algorithmus, auf welche Inhalte wir schneller und intensiver reagieren, und priorisiert diese Inhalte zu Ungunsten von Inhalten, auf die wir mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit reagieren. Das ist so das ganz normale Facebook-Algorithmus-Prinzip. Daraus macht Facebook auch überhaupt gar kein Geheimnis. Es bringt mich nur zu einer besorgniserregenden Beobachtung. Wenn die Zielfunktion des Algorithmus lautet, verändere den Input so, dass die Interaktion auf ein Maximum steigt, dann muss dieser Algorithmus mit höchster Priorität das Gefühl bedienen, auf das wir messbar schneller und intensiver reagieren. Die Angst. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Und eine wäre eben zu sagen, man prüft einfach mal, wie funktionieren denn eigentlich diese Algorithmen? Denn das sind alles nur Thesen, diese Algorithmen sind ja Betriebsgeheimnisse. Aber das ist eben noch, da versperrt sich Facebook eben vor dieser Transparenz. Es gibt ein ganz gutes Praxisbeispiel, wie so ein Algorithmus ein Ergebnis erzielen kann, das wir eigentlich gar nicht wollen. Dieses Praxisbeispiel wurde von einer Person namens Anders Breivik präsentiert. Dieser Mann hat 2011 77 Menschen ermordet. Nach der Tat haben die Ermittler seinen Computer sichergestellt und damit einen Einblick bekommen in sein Social-Media-Verhalten, vor allen Dingen aber in sein Weltbild. Und in der Welt von Anders Breivik stand eine islamistische Invasion kurz bevor. Breivik hat sich über Facebook selbst radikalisiert, wobei ich dagegen halten möchte, möglicherweise hat ihn ja auch ein Algorithmus radikalisiert. Dazu sollten wir betrachten, wie der Interaktionsalgorithmus von Facebook den Nutzer Anders Breivik interpretiert hat. Zunächst hat der Algorithmus gelernt, dass Anders Breivik mit einer hohen Intensität auf die Schlagworte Überfremdung, Bedrohung, Invasion, Islamismus reagierte. In der Folge erhöhte der Algorithmus den Input von Inhalten aus dem gleichen Themenspektrum, um die Interaktionswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Damit stieg Breiviks subjektive Wahrnehmung einer islamistischen Bedrohung logischerweise an, und er interessierte sich noch mehr für das Thema und fütterte die Maschine entsprechend. Der Algorithmus zog wieder adaptiv und gnadenlos nach, aber eben nicht, weil der Algorithmus die Welt brennen sehen möchte, sondern weil es einfach seine Zielfunktion ist. Jetzt haben wir hier zwei Effekte, die sich gegenseitig verstärken. Zum einen haben wir die Negativitätsdominanz, zum anderen wird genau diese Tendenz durch soziale Medien noch verstärkt. Das bringt mich zu der Frage aller Fragen: Kann es vielleicht sein, dass sich negative Emotionen in sozialen Netzwerken schneller verbreiten als positive Emotionen? Eine Studie aus China nährt zumindest den Verdacht. Wissenschaftler der University of Beihang haben 2001 70 Millionen Social-Media-Beiträge analysiert von 200.000 Nutzern und die Beiträge und den emotionalen Grundton dieser Beiträge ins Verhältnis gesetzt zu ihrer Verbreitungsgeschwindigkeit. Das heißt, man wollte prüfen, ist vielleicht Emotion A viraler als Emotion B? Das hier ist das Ergebnis. Und wir können es nochmal analysieren. Also die Top-Emotion, die top-viralste Emotion in dieser Studie war hier rot die Wut. Dicht gefolgt von der Traurigkeit. Dann haben wir später schwarz den Ekel, eine Emotion bzw. ein Reflex, der uns in den letzten 300.000 Jahren oft davor bewahrt hat, Dinge zu essen, die tot machen. So, dann nehmen wir uns die Zeit und schauen mal, wo ist denn hier eigentlich die Grünfläche? Grün ist die Farbe der Hoffnung und auch ein Leitfaden dieser Veranstaltung. Aber ich kann es nicht ändern. Grün ist ja deutlich unterrepräsentiert, die Freude. Was lernen wir denn eigentlich daraus? Wer eine Botschaft möglichst erfolgreich in sozialen Medien multiplizieren möchte, der ist bestens beraten, vor allen Dingen auf negative Emotionen wie Wut, Trauer oder Angst zu setzen. Und jetzt wundert es mich persönlich gar nicht,
warum Rechtspopulisten in der ganzen Welt die mit Abstand besten Interaktionskennzahlen auf Facebook vorweisen. Und die haben alle gerade ein Momentum, bei dem sich alle fragen, wie kann das sein? Das Dramatischste, das sind aber wir. Wir stehen alle mit beiden Beinen knietief im Datenkapitalismus, aber ich habe das Gefühl, so viele haben das eigentlich noch gar nicht verstanden oder vermuten, wir sind noch im klassischen Kapitalismus, der eigentlich ganz anders funktioniert. Deswegen behaupte ich, wir brauchen eine neue Aufklärung. Ich weiß, das klingt ziemlich hochtrabend, aber ich meine es ernst. Denn es kann doch nicht sein, dass wir den Datenkapitalismus immer nur in irgendwelchen Expertenzirkeln diskutieren oder auf irgendwelchen TED-Talks. Die Funktionsweise, die muss Allgemeinwissen werden. Und zwar von der Schule bis ins Altenheim. Denn der Datenkapitalismus ist die aktuelle Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Es ist okay, wenn man sie kennt und versteht. Ein zweiter Grund ist, der Datenkapitalismus frisst in seiner unregulierten Form aktuell die Seele. Und damit hoffentlich meine Kinder davon verschont bleiben, habe ich mit ein paar Leuten die Gesellschaft für digitale Ethik gegründet. Das ist ein Verein, der sich grob gesagt als Stachel im Arsch des Datenkapitalismus versteht. Wir wollen eben über die Funktionsweisen des Datenkapitalismus aufklären, aber auch eben den Playern signalisieren, wo gewisse rote ethische Linien sind. Wenn Sie Lust haben, mich zu unterstützen, dann sprechen Sie mich gerne an. Vielen Dank fürs Zuhören.